Die Geschichte von SHL ist vor allem deswegen jetzt auch so aktuell greifbar, dass man sich eben durch den Ukraine-Krieg fragt, es muss doch was geben, was man tun kann. Ich finde vor allem, dass der soziale Tag wichtig ist und auch gut ist, weil man quasi alleine, aber trotzdem zusammen was bewirken kann. SHL ist eine Organisation, led by young people. And we believe that the young people are the ones who should make the change in society. So we don't want the young people to be part of the change, but we want the young people to do the change. Ich bin die Kira. Ich habe jetzt dieses Jahr mein Abitur gemacht und mache jetzt meinen Freiwilligendienst bei Schülerhelfenleben. Seit 2019 ungefähr bin ich bei Schülerhelfenleben aktiv und habe den sozialen Tag auch schon mal bei mir in der Schule organisiert. Beim sozialen Tag geht es darum, einen Tag lang in einen Betrieb zu gehen, dort quasi zu arbeiten und das Geld, was man dort eigentlich einnehmen würde, wird gespendet. Das Besondere bei Schülerhelfenleben ist, dass wir eine demokratische Organisation sind. Im Endeffekt haben die Mitglieder das letzte Wort und stimmen über alles ab, was besprochen werden soll. Schülerhelfenleben hat vor ungefähr 30 Jahren seine Wurzeln geschlagen und nach dem Jugoslawienkrieg damit angefangen, Bildungshilfe zu leisten und damals dann auch, sag ich mal, Ersthilfe. Mit dem sozialen Tag wurden ja zunächst Projekte in Südosteuropa im Kontext des Jugoslawienkrieges unterstützt, aber danach eben auch im Kontext des Syrienkrieges Projekte gefördert und jetzt eben im Kontext des Ukraine-Krieges. Ich glaube, die Projektreise in die Projektregion ist vor allem deswegen wichtig, weil man dann, glaube ich, nochmal ganz anders erzählen kann, was die Projekte überhaupt sind. Ich glaube, dass man immer besser erzählen kann, was man selber gesehen hat. Und das kann man dann auch wahrscheinlich besser verstehen und nachvollziehen und vor allem besser weitergeben. Wir sind die Grenze. Da haben uns die Volontäre geholfen. Andrei. Мы до границы шли, наверное, километров 7-8. Не, 10 километров пешком. 7-8. Nach den Angriffen auf die Ukraine hat Schülerhelfenleben demokratisch entschieden, das, was passieren muss und das, was schnell passieren muss. Für mich, finde ich, macht die Förderung von Schülerhelfenleben vor allem das aus, dass man eben Vernetzung kriegt, auch in die Projektregion, dass man auch vor allem sich gegenseitig begegnet und es nicht so ein anonymes wir schicken das, ihr macht das, dass es halt mehr darum geht, zusammen Dinge zu tun. Die Jugendlichen, die aus der Ukraine hergekommen sind und in den Häusern mit ihren meistens nur Müttern wohnen, die brauchen ein bisschen Anschluss ans Land mit den moldauischen Jugendlichen und die bringen wir hier gemeinsam zusammen und spielen vor allem. Wenn in der Ukraine Projekte gefördert werden, werden die anderen Projekte auch noch nachhaltig weiter gefördert, weil es eben SHL wichtig ist, dass nicht das eine für das andere fallen gelassen wird. Everything that SHL supported in Kosovo like came somehow in place and we were like the living proof to tell them how their one day work for social day is like for them it's just one day but for us in the project region Southeast Europe it's a very big thing that also changed our lives. After the war like the situation in the Balkans is still kind of with tensions and the youth is not like very important for the politicians there. So SHL is trying to support the youth to make new leaders who are not influenced by nationalism and to have like a multicultural society there because still the situation in the Balkans is quite bad according to the nationalism and the politicians there. Nach dem ersten, zweiten Seminar habe ich mir gedacht, boah, das, was die da machen, ist doch echt cool. Und das kann ich doch auch machen. Wir sind 6 Freiwillige bei Schülerhelfenleben in meinem Jahr. Und wir arbeiten alle zusammen im Büro Neumünster. SHL stellt uns quasi eine WG zur Verfügung, in der alle 6 FSJler ihr eigenes Zimmer haben. Es gibt einen Inkom-Freiwilligendienst. Das bedeutet, dass wir auch jemanden dabei haben, der nicht aus Deutschland kommt. Er übernimmt dann eine der Stellen, die bei Schülerhelfenleben in Neumünster und wohnt auch mit uns zusammen.
One year ago when I came here, I saw the world very differently. And I think I grew very much as a person during this voluntary service. Somehow I really saw how like a small thing that someone can do can be a big thing for someone else in another place, which is more in need maybe. Also was ich bis jetzt auf jeden Fall schon gelernt habe und mitbekommen habe, ist, dass es bei Schülerhilfenleben fast nur nette Leute gibt. Ich sag doch, dass es kitschig ist, aber es stimmt, okay? Es ist nicht gelogen.